Ja, nochmal hallo. Danke, dass Sie sich vorbereitendes Material für die Vorlesung Systemintegration 3 anschauen. Ich habe diese Präsentation genannt, die Sprache des Technikers ist die Zeichnung. Wenn Sie auf dem Whiteboard malen, ein Flipchart beschmieren oder aber vorlesungsvorbereitend etwas tun, dann gibt es eine Menge Programme, die das leisten. Wenn Sie, je nachdem, was Sie mögen, können Sie mit AutoCAD loslegen, Sie können Microsoft Visio benutzen, aber auch selbst PowerPoint ist ein adäquates Werkzeug, um Skizzen herzustellen. Ich möchte ganz gerne, weil wir am Anfang der Vorlesung sehr oft die Erfahrung machen, dass das eine oder andere sehr ungewöhnlich ist für den Rest zu erkennen, versuchen ein bisschen sozusagen die Knigge einer Netzwerkskizze Ihnen rüberzubringen und würde Sie bitten, sich daran ein klein wenig zu orientieren. Grundsätzlich finden Sie vorgefertigte Symbole, die in etwa so aussehen. Bitte, die müssen nicht eins zu eins so kopiert werden. Ein Router ist hier etwas dreidimensional dargestellt. An der Stelle die kreisförmige Abbildung, ähnlich wie ein Elektrotechniker eine Glühlampe letztlich zeichnet. Ein Switch ist in der Regel immer würfelförmig und trägt dieses kreuzförmige Symbol. In diesem Fall etwas so dreidimensional angemalt. Wenn Sie also irgendwo Netzwerk-Switches, OSI-Layer-2-Geräte platzieren, nehmen Sie bitte das linke Gerät. Als Router malen Sie bitte das rechte Gerät oder am Flipchart halt einen Kreis mit einem Kreuz in der Mitte. Wichtig ist in diesem Zusammenhang Ihr Problem, was Sie sofort ereilt, wenn Sie heute sich Netzwerkkomponenten angucken, die vereinen in der Regel beide Funktionalitäten. Was malen wir denn nun? Das überlasse ich Ihrer eigenen Kreativität, je nachdem, wie Sie die Komponente einsetzen. Ob vorrangig als Routing-Gerät im OSI Layer 3 oder als Switch im OSI Layer 2, sollten Sie die entsprechenden Icons wählen. Ein klein wenig zur Knigge. Rechte Winkel beruhigen das Auge. Also wenn Sie eine Verschaltung der Komponenten malen, sollten Sie bitte nicht kreuz und quer über die Zeichnung malen. Es wäre ganz nett, wenn Sie sich da so ein bisschen an rechten Winkeln orientieren. Leitungskreuzungen werden zwangsläufig ab einer gewissen Vermaschung Sie begleiten. Die kann man kennzeichnen. Sie können an der Stelle entweder einen Punkt weglassen oder einen Punkt setzen, wenn Sie diese beiden Leitungen miteinander verbinden möchten. Sie können aber auch mit einem kleinen, ja, ich nenne es mal Hockeystick, also so einen kleinen Rechtecksymbol kennzeichnen, dass diese Leitungen sich eben logisch nicht berühren. Sie haben hier grundsätzlich das Problem, dass Sie mehrere OSI-Ebenen in eine Skizze versuchen hineinzubringen, was auch sehr, sehr logisch ist. Das heißt, OSI-Layer 1, was ist wo angeschlossen? Das habe ich hier einfach mal mit Portinformationen gemalt. Also der Router hier oben hat die Ports L3 und L4 konnektiert. Und da ist auch eine IP-Adresse rangemalt, also da ist auf einmal eine OSI-Layer 3-Information mit dabei. Dann kommt da links noch eine WLAN-ID mit zum Tragen, also eine OSI-Layer 2-Information. Wie legt man das alles übereinander? Wenn Sie ein recht komplexes Netzwerk aufbauen und skizzieren, nehmen Sie bitte Farben. Auf einem Farbdrucker oder als PDF, wenn Sie das Ganze als Farbe herumschicken, dann weiß man schon, wenn Sie eine entsprechend geschickte Legende wählen, welcher OSI-Layer letztlich welche Information in der Legende zugeordnet ist. Logische Segmente, das ist dann wieder eher OSI-Layer 3 und drüber, kann man so kleine, durch kleine Röhrchen oder Wölkchen irgendwie zeichnen, dass man weiß, in diesem Netzwerksegment sind irgendwelche Routerbeinchen angeschlossen. So etwas kann man auch machen. Sie können also, wenn Sie hier Geräte haben, miteinander verbunden haben, hier sieht man, dass dort Transfersegmente gezeichnet sind. Da malt man beispielsweise eine kleine Wolke dazwischen und in die Wolke versucht man jetzt alle Informationen hineinzupressen, die für dieses jeweilige Transfersegment wichtig sind. Das kann die WLAN-Information sein, das kann eine IP-Adress-Information sein und die Ports haben wir hier auch unauffällig mit in, ja, die Strichzeichnung integriert. So oder ähnlich. Nur als Anregung können Skizzen aussehen, wenn Sie Netzwerkskizzen malen. Schauen Sie sich da mal um. Es gibt auch im Internet ganz viele schlecht gelungene Skizzen, die man sich anschauen kann. Also orientieren Sie sich bitte in etwa an diesem Schema. Vielen Dank.